Hey meine Beste draußen, ich bin's Jan von Buddies United und letzte Woche habe ich ja bereits einige Päckchen dieser Serie geöffnet. Das ist die Official Football Australia Trading Cards 15-16, das heißt von letzter Saison. Die neuen Karten sind jetzt, glaube ich, gerade erst rausgekommen. Am 7. November müssten sie rausgekommen sein. Ja, das letzte Mal sind sie wirklich sehr, sehr gut bei euch angekommen. Dabei erstmal vielen, vielen Dank an Tap & Play, die Firma, die die Karten herstellt. Ich weiß nicht, ob es hier steht, hier Tap & Play 15. Vielen, vielen Dank. Thank you very much, Tap & Play. Thank you, Neil, for these awesome trading cards. Und ja, also, falls ihr das andere Video nicht gesehen habt, ihr könnt euch das gerne danach anschauen. Wir haben die wahrscheinlich beste und seltenste Karte der ganzen Kollektion gezogen. Ich habe euch auch das Heft gezeigt ein bisschen. Und ja, ich plane euch dann am Ende, wenn ich das sind auch die letzten Päckchen, die wir noch haben, ein ganzes Display mit 26 Packs. Und ich plane danach nochmal ein Video, ein drittes Video zu machen, wo ich dann einfach auch unsere Mappe zeige und mit allen Karten, die wir bekommen haben. Und ja, also die Serie, falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, ist über die Hyundai A-League, die australische erste Liga, und die australische Frauen- und Männernationalmannschaft. Hier sind unten sind die zehn Clubs der ersten Liga. Das Ganze kostet 4 Dollar in Australien. Und ja, ihr seht, ist noch eingeschweißt, deswegen glänzt es hier auch noch so. Ich versuche jetzt einfach dieses Plastik mal abzumachen. Noch neu eingepackt und ja, wir können jetzt auch mal auf die Ratios drauf schauen. Also 9 Basekarten plus eine Insert in jedem Päckchen. Silberkarten, Silver Parallels in jedem zweiten und Gold in jedem vierten. Das sind einfach alle 200 Basiskarten, die es gibt. Gibt es dann nochmal mit einem goldenen bzw. silbernen Rand. Dann gibt es Midfield Generals und Team Captains in jedem 13. Matildas Celebration Card in jedem 26. Davon haben wir, glaube ich, beim letzten Mal eine gezogen. Sharp Shooters in jedem 52. genauso wie Rising Stars. Und Signature Cards als Redemption gibt es in jedem 78. und A-League Jersey Signature Card Redemption. Also die wir im letzten Pack Opening gezogen haben, falls ihr es nicht gesehen habt, wie gesagt, schaut da auf jeden Fall auch vorbei. In jedem 1215. Pack, so sehen die Karten aus. Das sind einige Base-Karten, unter anderem hier Thomas Broich, der Ex, ich glaube Ex-Kölner und Ex-Gladbacher. Dann hier Rising Stars, Team Captain, so sehen die aus. Nochmal eine Base-Karte und ein Sharpshooter. Und ja, machen wir das Ganze auf. Hier Holo-Sticker von der A-League. Machen wir das Ganze auf. Hier oben liegen zwei Päckchen einfach. Das finde ich auch interessant. Zwei Päckchen liegen einfach drauf. Und dann die restlichen 24 sind hier drinnen. Und ich glaube, ich hole einfach mal alle raus. Machen wir hier so Stapel. Erste Hälfte, zweite Hälfte. Ich versuche es mal so zu machen. Wir werden einige Karten bekommen. Und dann haben wir hier noch zwei extra Packs. Lege ich auch hier drauf. Und ja, also wie gesagt, gebt einen großen Daumen nach oben, falls euch diese Serie gefällt. Und falls ihr wollt, dass wir uns auch die aktuelle Serie holen. Also ich habe da ein paar Karten schon gesehen und die sehen mindestens genauso geil wie diese Serie, wenn nicht sogar noch ein bisschen geiler. Und dann, also so sieht es von vorne aus, mit hier Hyundai A-League Australia, 10 Club-Logos, da steht nochmal alles drauf. Und dann machen wir auf und ich hoffe wirklich eine Signature Redemption Card zu bekommen, das wäre mega krass. Wie gesagt, wir haben schon diese andere krasse Karte gezogen, aber das wäre dann mega krass, wenn wir zwei besondere bekommen würden. Da als erstes Päckchen haben wir Chris Herold, O'Donovan, Finkler, Jan Jetovic, Teresa Polias, das sind die Frauen als Nationalmannschaft, Thomas Sorensen als Silber Parallel, hier ehemaliger Torhüter von Stoke City, unter anderem in der Premier League, jetzt bei Melbourne City, das ist erstes Silberne, Abbas, Delgado, Galekovic und Fitzgerald. Ich gehe den einen Stapel durch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die ganze Zeit jeden Namen sage, aber wir können es ja zum Beginn mal machen.
Kantarowski, Neil, Naumov, Stefan Luto, Melling, Fitzgerald wieder, diesmal als Gold-Parallel, so sieht es also aus. Gold und Silber, da ist der Rand so glänzend, sollte man erkennen. Wir werden am Ende schauen, wie viel wir von jedem bekommen haben. Hier ein Club-Logo gibt es auch. Chapman und Dimitrievich. Also wie gesagt, jedes Päckchen kostet $4, das ist eine Premium-Kollektion, sollte man wahrscheinlich auch an den Karten sehen. Und ja, sind so ungefähr 2,70 Euro, 2,80 Euro aktuell vom Wechselkurs. Und vielleicht vergleichen wir mit Bundesliga Chrome und so, was du aus Deutschland kennst. Zulu, die nächste Silberne. In Kalfala. Und weiteren Serien. Es gibt ja einige so in dem Style, deswegen auch Signature Cards, Trikotkarten. Dann haben wir Orlosko, Diego, Spiranovic von der Nationalmannschaft, Sao Pong, McKay. Oh mein Gott! Oh ja, wenn ihr gerade mein Gesicht sehen würdet. Ach du Scheiße! Leute, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet. Signature Redemption Karte hier. Oh mein Gott, Signature Stars Redemption Card, Congratulations. Und mal gucken, ob es fokussiert ist. This card entitles you to redeem a Michael McClinchy Authentic Signature Card. So sieht das Ganze dann halt aus, Signature Karte. Das Ganze glänzt, also im normalen Look. Von hinten sieht das Ganze so aus. Hier Signature Stars Nummer 11. Oh mein Gott, und ja, man muss die dann dahin schicken, und das werde ich dann machen, die zusammen mit der anderen. Ich muss ja sowieso die anderen noch dahin schicken, dann werde ich die dahin schicken und dann wird es auf jeden Fall ein viertes Video zu dieser Collection geben, wo ich dann nochmal diese geilen Karten zeigen werde. Oh mein Gott, und soweit ich weiß, wird die dann so ähnlich aussehen wie diese hier, dass der Spieler hier an der Seite ist, das Logo und dann hier. Das steht natürlich nicht da, aber hier ist dann so die Unterschrift. Also richtig geil. Ich muss nochmal schauen, in jedem das 78. Päckchen sind. Und wir haben zwei Displays A26, das heißt 52 Päckchen. Das heißt, ja, von der Wahrscheinlichkeit her war auf jeden Fall, war es nicht garantiert. Ich habe es natürlich gehofft, aber dadurch, dass wir das andere bekommen hatten, hatte ich eigentlich nicht mehr, ja, nicht mehr mit gerechnet gehabt. Aber richtig mega geil, die wird hier hinkommen. Und ja, hier noch die anderen Karten und das war früh. Ich dachte, wenn überhaupt, ich hatte ja, wenn, oh mein Gott, meine Hände schwitzen jetzt. Ach du Scheiße. Ich hatte gedacht gehabt, wenn überhaupt sind die vielleicht irgendwo mittendrin, aber dass sie dann sofort einer der ersten Päckchen waren. Oh mein Gott, jetzt bekomme ich das Päckchen nicht mal auf, weil meine Hände so schwitzig sind. Wartet kurz. Ah, ich hab's aufgekommen. Ach du Scheiße, Leute, jetzt ist, spätestens jetzt ist der Zeitpunkt, oh hier, Daniel Dorjewski, auch besonderer Platz bekommt er hier. Moss, Midfield General, Aaron Moy, der ja nach der, jetzt im Sommer ist er von Melbourne City zu Manchester City und dann gleich weiterverliehen worden in die zweite englische Liga, ich glaube Huddersfield oder so. Auf jeden Fall hier Insert-Karte. Oh mein Gott. Ich bin wirklich geschockt im Moment. Damit hätte ich, also ich hatte keine große Hoffnung mehr, besonders. Also am Anfang habe ich überhaupt gehofft gehabt, dass wir überhaupt irgendeine bekommen. Und dann, wie gesagt, nachdem wir die andere schon eine richtig krasse Karte bekommen haben, hatte ich nicht mehr damit gerechnet. Hier Jim James Troisi. Restand. Oh, ein Logo als Parallel. Das hatten wir bisher noch gar nicht. Goldene von The Wellington Phoenix, dem Club aus Neuseeland. Im einzigen neuseeländischen Club, der hier in der Liga mitspielt.
Delgado, Galekovic und Fitzgerald, glaube ich, schon zum dritten oder vierten Mal allein heute. Also der ist einige Male vertreten in diesem Display. Wobei mir das im Moment auch scheißegal ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Wieder Aaron Moy als Basekarte. Pavicevic, Redmayne, Guerrero, North, Daniel Georgievski als Silver Parallel. Wieder Wellington Phoenix, diesmal als normaler. Hier, da sieht man auch mal den Unterschied hier. Einmal als Gold, einmal als normal. Und hier sieht man auch nochmal den Unterschied, einmal als Silber und einmal normal. Daniel Georgievski, den haben wir übrigens in Melbourne getroffen. Dazu haben wir auch ein Bild auf Instagram gepostet, falls ihr uns da noch nicht folgt. Lohnt sich, würde ich mal sagen. Und ja, Video mit ihm haben wir auch gedreht, wobei, ich weiß nicht, das ist nicht ganz so, also er musste dann weg und es ist nicht ganz so gelaufen, wie wir es uns gewünscht hatten, aber das ist, glaube ich, das kommt auf jeden Fall noch was dazu. Corin, McGowan, Galloway, Milligan, dann wieder eine goldene ist es, Galekovic, damit haben wir drei goldene, drei silberne, obwohl die goldenen nur in jedem vierten sind. Und Western Sydney Wanderers, Krishna und, oh, Robbie Cruz, den kennt man natürlich auch. Hier steht auch drauf, VfB Stuttgart. Ich weiß gar nicht, ob er da aktuell spielt. Wo spielt Robbie Cruz? Leverkusen, glaube ich, oder? Wartet mal. Ich kann mich, irgendwie, entweder stehe ich gerade auf dem Schlauch, aber ich kann mich irgendwie überhaupt nicht erinnern, dass Robbie Cruz bei Stuttgart gespielt hat. Egal, Vidosevic, Van Egmond, Real, Sanchez Alberto, Powell, Sarpong als Silver Parallel, Alves Ferreira, Carney, Castro und Brown. Also die Karten mega nice, richtig geile Sammlung. Hier haben wir wieder Thomas Sörensen, diesmal das normale, Polens, Lydia Williams, Archie Thompson, Mark Bridge als Sharpshooter. Oh mein Gott, Sharpshooter, die sind in jedem 52. Da hatten wir richtig geile Displays. Also da, Sharpshooter Mark Bridge hier von Western Sydney Wanderers. Also auch richtig seltene Karte. The Bear, Mitch Langerich, den kennt man natürlich in Deutschland auch. Mitch Langerich. Und dann Dave Pierre und Cooper. Dann haben wir hier Matthew Sim, Neville, Solorzano, Zandor, Valeri, McKay als Silber. Dann haben wir Sydney FC, Katrina Gori, Donarchi und Baba Russes von Melbourne Victory. Da sind wir auch schon fast halb durch, also 26 Päckchen sind in dieser Kollektion. Dann fangen wir wieder Harold, O'Donovan, Finkler, Janjetovic, Pulias und da haben wir unseren ersten Team-Captain, einer jeden 13 und ja, das ist auch der erste in diesen 13, Nigel Bogart von Newcastle Jets United. Der kommt ja hier hin. Wie gesagt, ich zeige euch das am Ende nochmal. Gehen wir mal schneller durch. Und ja, das sollte Pack Nummer 13 sein. Da haben wir Santalep, Maroon, Lee, McKay, Roos. Dann haben wir Matthew Spiranovic als Silber. Dann haben wir Broxham, Gersbach, Behitsch und De Venner von der Nationalmannschaft. Und ja, jetzt kommen wir schon zum zweiten Teil. Display wird also, wie zu erwarten, ein längeres Video. Aber das, die liebt ihr sowieso. Santalep, Maroon, Lee, McKay, Rue, dann Team Captain Carl Valeri von
Melbourne Victory, der zweite Team-Captain. Der andere kam ziemlich am Schluss der 13, jetzt gleich am Anfang. Vila, Wellington, Phoenix, Brennan, Forge und Juric. Nächstes Päckchen, Holosko, Jego, Spiranovic, Saupong, Mackay und dann Kovic, der Torhüter von Perth Glory als Gold. Dann Burns, Sirio, Austin und Newcastle United Jets. Logo. Da haben wir als nächstes Zulo, Daniel Jorzewski wieder. Dann Kamau, Marinkovic, Moss, Matthew Sim hier als Silber. Majoral, Barbieri, Durante und Chich von Adelaide. Dann haben wir Rose, Williams, Yeah, Tracy, Risten und dann wieder ein Midfield Generals, Caceres von Central Coast Mariners. Der zweite, also auch im Moment in den, ja, in den Odds, Gamero, Ali Vodic, hier Tuasa, Thomas Broich, ehemaliger Bundesligaspieler hier bei Brisbane Roar und Aguilar. Nächstes Päckchen. Dann wieder Aaron Moy, Pavicevic, Redmayne, Geria, North, dann ein silberner Neville von Western Sydney Wanderers, Davidson, Berisha, auch ehemaliger Bundesligaspieler übrigens, Hugs und Berighetti. Ganz kurz, dann nächstes Päckchen. Da haben wir als erstes Sigmund, Ciolamo Moraes, Pisculiero, La Rocca, Jurman, Franjic, ups, fast übersehen, Franjic als Gold übrigens. Dann Castellin, Cadley, Churubic und Bosanic von, ja, Victory. Dann haben wir als nächstes Michael Theo, Nichols, Razo, Boljak, Malik, dann Solorzano als Silber, Kisnorbo, Bodgaard, De Andrade Silber und Bonovaccia. Also wirklich alle möglichen verschiedenen Namen. So, dann haben wir, oh mein Gott, Paul Kingshorn, Coren, McGovern, Galloway, Milligan und wieder ein Silberner von Brisbane Roar, und so ist es dieser Polens. Dann haben wir Goodwin, Perth, Glory als Logo, Cole und Tamika Butt von der australischen Nationalmannschaft. Die ja Matildas heißen und die Männer-Nationalmannschaft, hier steht Socceroos. Eigentlich ganz cooler Name. Dann Vidosic, Van Egmond, Real, Sanchez Alberto, Powell. Dann haben wir Lydia Williams, ein Torhüter oder ein Torhüter, eine Torhüterin der Nationalmannschaft, Frauen-Nationalmannschaft in Silber. Dann Apia Kubi, Franjic, Grant und Jedinak. Sørensen, Polens, Williams, Thompson, Sanchez Cortes, dann haben wir hier in Gold Elias Calment Knight, Klutt, Bridge, Anderson und Tim Cahill, den sollte eigentlich jeder kennen, lange Zeit in England gespielt, dann in Amerika für New York Red Bulls,
Und übrigens, falls ihr auch so Karten haben wollt, ihr könnt euch sie natürlich bestellen. Ich packe euch den Link sowieso in die Videobeschreibung von Tech & Play. Könnt ihr gerne vorbeischauen, die haben auch Rugby und Cricket, falls ihr euch dafür interessiert. Aber wie gesagt, es wird halt aus Australien, ich weiß nicht genau, wie die Versandkosten sind, ob die, wie hoch die sind, aber wie gesagt, also falls ihr euch wirklich welche bestellen wollt, könnt ihr es da auf jeden Fall machen. Ich empfehle die Karten wirklich sehr und ja, das wollte ich nur mal nochmal gesagt haben, weil ich die Karten richtig geil finde und ja, ihr habt die Chance, aber wie gesagt, kommt halt von der anderen Seite der Erde. Sim, Neville, Solorzano, Sanur, Valeri, dann haben wir Archie Thompson als Silber, ne? Dann haben wir das Logo von der australischen Nationalmannschaft, Fatty, Melbourne Victory Logo und Karuska. Und jetzt kommen wir schon zu den letzten beiden Päckchen. Und da haben wir Kantarowski, Neil, Naumov, Stefanuto, Melling. Dann haben wir Westfield, Matildas, Making, History. Und das ist diese Celebrations Card, die in jedem 26. Päckchen ist. Und ich weiß gar nicht, ist das die gleiche? Ich glaube, das ist die gleiche, die wir beim letzten Mal aufgezogen haben. Also anscheinend gibt es nur diese eine. Aber es ist eine Insert-Karte. Dann haben wir hier, gut, dann haben wir noch das Logo von den Frauen. Adelaide und Kalik. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Päckchen für heute. Da haben wir als erstes Musket, Zetkovic, McLinchy, McLaren, Jameson, dann ein Sanchez-Cortez als Silver Parallel, Lea, Ansel, Brisbane Roar und als letztes noch Laura Alloway von der australischen Nationalmannschaft. Dann, also ich kann kurz zeigen, so sieht der Haufen von Basekarten aus. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen konnte, war natürlich verschwommen, aber... Und jetzt zeige ich euch mal, was wir hier bekommen haben. Fangen wir mit den Silver Parallels an. Ja, eine in jedem zweiten. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Stück bekommen. 13, also wirklich 13 von 26 Päckchen. Das ist in jedem, ja, zweiten Päckchen. Dann muss man kurz überlegen, sollten wir so in 26 Päckchen, wenn goldene in jedem vierten sind, dann sollten da gut so 6, 7 Stück drin sein. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück, also auch in den Odds sozusagen. Dann haben wir auch eine Materials-Karte bekommen. 2 Midfield Generals, eine Sharpshooter-Karte, 2 Team Captains und jetzt der Hammer, schon relativ früh im Pack Opening, Redemption-Karte, congratulations. Und jetzt ist Michael McGlinchey, den haben wir auch sonst eben irgendwie, ich habe den eben noch gesehen. Haben wir auch als Basekarte gezogen. Aber das ist richtig nice, richtig geil, richtig geiles Pack Luck und diese Redemption-Karten. Falls ihr nicht wisst, was das ist, also hier, das ist wie so eine normale Karte. Und diese Signature-Karte gibt es, glaube ich, nur, ich weiß nicht, ob es hier drauf steht, aber nur 150 oder 180 Mal oder so. Und ja, also man, wenn diese Redemption-Karte steht auch hinten drauf, man muss die dorthin schicken zu der Firma, wie es auch zum Beispiel, ich glaube bei Bundesliga Grom war es ja einmal so, dass man die Trinkkarten dann zugeschickt bekommen hat. Und zwar muss man diese Karte dann denen schicken und die schicken dir dann deine, ja, Signature-Karte oder halt die Trikotkarte zu. Das werde ich machen. Ich weiß nicht genau, wie lange das dauern wird, aber sobald ich die Karten bekomme, werde ich euch das hier auf dem Kanal zeigen. Und das war's auch schon mit dem Pack Opening. Wie gesagt, gebt einen Daumen hoch, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr von den die neuen Karten auch sehen wollt. Dann werde ich die schon irgendwie besorgen. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder hier bei Buddies United. Ciao!